Hallo, ihr Freunde der Schuppentiere und aller sonstigen Exoten. Ich bin René und ihr schaut Terra Serpentis. Ich will hier noch eine weitere Reihe starten, die sich diesmal beschäftigen soll mit Gefahrtierverordnungen, mit Verbotsverfahren, Genehmigungsverfahren nach Bundesländern. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Sind Tiere meldepflichtig oder sind sie nicht meldepflichtig? Da möchte ich einfach mal eine kleine Reihe zu starten, möchte einfach mal alle Bundesländer durchgehen, dass ihr mal so ein bisschen einen Überblick habt, was ist eigentlich in Deutschland erlaubt, was ist nicht erlaubt und in welchen Bundesländern ist was überhaupt geregelt und was auch nicht geregelt. Ich werde das Ganze so einteilen, dass ich mich auf der einen Seite beschäftige mit Meldepflichten, mit Gefahrtierverordnungen. Ich werde auch jede dieser Gefahrtierverordnungen nach Bundesland durcharbeiten und werde euch die wichtigsten Informationen zusammenfassen. Soweit mir das möglich ist, will ich euch auch ein bisschen Informationen dazu geben, wie sieht die Realität eigentlich aus. Das heißt, wird das, was dort verordnet wurde, überhaupt angewendet? Am Ende werde ich auch immer so ein kleines bisschen kritisieren, sowohl positiv als auch negativ. Also es ist nicht immer so, dass man Behörden jetzt negativ kritisieren muss. Es gibt auch sehr positive Sachen teilweise anzumerken. Aber insgesamt möchte ich das Thema ein bisschen umreißen. Ich will hier aus gegebenem Anlass in dieser ersten Folge mit Niedersachsen anfangen. Nicht nur, weil ich selbst aus Niedersachsen komme, sondern auch deswegen, weil ich mich aufgrund der Arten, die ich halte, mit den Gefahrtierverordnungen auseinandersetzen musste und auch immer noch muss. Von daher hatte ich da einiges zu tun, einiges durchzuarbeiten. Das möchte ich auf jeden Fall so ein bisschen weitergeben, auch meine Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Wird nicht nur durch und durch negativ sein, sage ich gleich, aber natürlich gibt es auch kritische Anmerkungen. Das Ganze möchte ich so staffeln, dass ich natürlich auch die anderen Bundesländer dann durchgehe. Von daher bleibt auf jeden Fall dran, das wird spannend. Bevor ich mich mit der eigentlichen Gefahrtierverordnung und der Gesetzeslage in Niedersachsen auseinandersetze, möchte ich erstmal ein paar Vorworte nochmal zum Besten geben, einfach aus gegebenem Anlass. Ich verzeihe auch hier wieder, wenn ich ein bisschen mit Notizen arbeiten werde, es ist halt doch eine ganze Menge und ich möchte, wenn ich etwas zitiere, das auch möglichst genau wiedergeben. Man neigt ja doch immer dazu, das Ganze etwas abzukürzen und dadurch verschwindet möglicherweise dann ein wichtiger Inhalt, das wollen wir hier natürlich nicht. Ganz wichtig ist erst einmal anzumerken, wie ist die aktuelle Gesetzeslage oder vielleicht besser fangen wir mal an mit der aktuellen politischen Situation bundesweit. Bald sieht es so aus, dass seit Jahren eine Verschärfung der Gefahrtiergesetze und auch eine Vereinheitlichung gefordert wird von verschiedensten politischen Gruppen. Davon sind einige Leute selbst Tierhalter, nicht alle. Es gibt auch die sogenannten Tierrechtsorganisationen. Das ist auch mindestens nochmal eine eigene Folge wert, weil diese Leute nicht unbedingt unsere Freunde sind und auch nicht unbedingt die Freunde aller Tiere sind, auch wenn sie sich selbst immer gerne so darstellen. Wichtig ist einfach nur, dass es im Moment einen extremen externen politischen Druck gibt. Eine vereinheitlichte Gefahrtierverordnung und eine vereinheitlichte Regelung auf den Weg zu bringen. Die letzte Wahl hat es ja gezeigt. Die aktuelle Bundesregierung verliert sehr stark das Vertrauen ihrer Wähler. Die Konsequenz, um es mal einfach in einen einfachen Satz zu packen, daraus ist, dass sie selbst eigentlich nicht mehr viel entscheiden möchte. Wenn man sich die aktuellen Koalitionspapiere anschaut, dann ist dort von den geplanten Verschärfungen und Vereinheitlichungen eigentlich nicht mehr viel die Rede. Man möchte das Ganze im Prinzip eigentlich an die EU abgeben. Das ist so ein bisschen das, was im Moment politisch passiert. Man möchte das gar nicht mehr selbst entscheiden, weil man es auch nicht mehr verantworten möchte. Da müsste man sich ja auseinandersetzen mit verschiedensten Organisationen, die sich damit beschäftigen. Und mit verschiedensten Lobbys und Interessengruppen und müsste natürlich auch dem Bürger wieder Rede und Antwort stehen für die Gesetze, die man selbst auf den Weg gebracht hat. Das möchte die Bundesregierung vermeiden. Das ist der Grund, warum dazu fast nichts zu finden ist in den aktuellen Koalitionspapieren. Sicher ist nur, dass viele wichtige Entscheidungen zukünftig an die EU weitergegeben werden. Und das wird für uns als Tierhalter, wie das in den letzten Jahren auch immer der Fall war in vielen Punkten, vor allem negative Konsequenzen haben. Das ist zumindest abzusehen. Noch
haben wir diese Situation jedoch nicht. Noch ist es so, dass jedes Bundesland im Prinzip selbstständig regelt, was die entsprechende Gefahrtierverordnung sagt und wie das Ganze umgesetzt wird. Das ist nämlich im Moment noch eine Sache, die in der Hoheit der Behörden selbst liegt, im Wesentlichen der unteren Naturschutzbehörden, im Wesentlichen der Ordnungsämter. Und diese arbeiten teilweise auch gar nicht so schlecht. Also es gibt viele Beispiele für gute Kooperationen, wo Tierhalter und auch viele Fachverbände, der DGHT kann ich nur immer wieder nennen, weil der einfach ein sehr guter Verband ist, der wirklich Ahnung hat von dem, was er tut, seit vielen Jahren in guter Kooperation arbeitet mit den Behörden und wo man auch sehr viele problematische Gesetze in der Umsetzung in den Griff bekommen hat. Wenn man das Ganze an die EU abgibt, dann wage ich einfach mal zu bezweifeln, dass sämtliche Interessen berücksichtigt werden. Man entledigt sich natürlich seiner Verantwortung, darauf wird es hinauslaufen. Was Realität wird, das wird die Zukunft bringen. Im Moment sieht die Gesetzeslage jedoch so aus. Man muss zu dieser Diskussion nur wissen, dass sie im Moment so aussieht, dass das im Moment etwas ist, was uns beschäftigt und auch zukünftig, in näherer Zukunft beschäftigen wird. Und das wird natürlich uns als Exotenhalter, als Tierhalter, da wird das natürlich keinen Halt machen. Wir werden davon direkt betroffen sein, über lang oder kurz. Wenn es jetzt nicht passiert, dann wird es in wenigen Jahren passieren. Vielleicht ist es noch 10, 20 Jahre hin, aber irgendwann wird uns das Ganze sehr direkt betreffen. Insofern ist es für jeden Halter von Tieren, egal ob es wirbellose Tiere sind, ob es Wirbeltiere sind, selbst die Aquarianer wird das Ganze betreffen. Es ist sehr wichtig, sich auseinanderzusetzen mit dem, was aktuell dort politisch passiert. Wer im Moment die Meinungshoheit innehat, wer auch politisch Stimmung macht, das ist etwas, was unglaublich wichtig ist zu wissen. Ich will es nur mal in ganz kurzen Worten zusammenfassen. Wir haben im Moment diese absurde Situation, dass es eine große Stimmungsmache gibt gegen die Exotenhaltung. Das beobachten wir seit vielen Jahren und es wird schon seit vielen Jahren über Haltungsverbote diskutiert. Die Diskussion war mal aggressiver, dann sind bestimmte Verbote wieder vom Tisch gewischt worden. Wir hatten jetzt, da sind wir schon fast wieder beim Thema Niedersachsen, jetzt die letzte Bundesregierung bzw. die letzte Landesregierung, die hatte eigentlich den Auftrag, eine Gefahrtierverordnung zu überarbeiten, was meistens eine Verschärfung bedeutet. Das hat sie aus verschiedensten Gründen nicht getan. Fakt ist nur, dass dieses Thema immer wieder auftaucht. Und es gibt, man muss einfach auch das Kind beim Namen nennen. Es ist nicht so, dass es jede Menge Verstöße gibt gegen bestimmte Haltungsrichtlinien oder gegen bestimmte Tierrechtsgrundsätze, sondern es ist so, dass es externe Organisationen sind, die mit ganz viel Polemik, das sind kleine Gruppen, die Stimmung machen, die falsche Behauptungen aufstellen, die Tierhalter schlecht machen, die teilweise mit gefälschten Statistiken arbeiten. Leider Gottes ist es so, dass diese Leute, eine Minderheit, sich so darstellt, als wenn sie eine politische Mehrheit wäre, und die Politik handelt leider nur noch danach, einer zumindest vermeintlichen Mehrheit gefällig zu sein. Wenn es um das Thema Tierrechte geht, das klingt immer gut, das ist auch für den Wahlkampf gut, das ist der Grund, warum unglaublich viele Politiker bei diesem Pferd leider mit aufspringen, leider auch einige Prominente. Das ist, wie gesagt, so ausschweifend, da kann man mehrere Folgen drüber machen. Wichtig ist einfach nur zu wissen, dass auch ihr als Tierhalter direkt oder indirekt, ob ihr das nun im Alltag jetzt so mitbekommt oder nicht mitbekommt, ihr steht permanent in einer negativen Kritik von Leuten, die von der Materie leider Gottes keine Ahnung haben. Und die Politik ist mittlerweile, fährt in den letzten Jahren einfach den Kurs, diesen Minderheiten mit ihren völlig absurden Forderungen nachzukommen. Und das hat für uns als Halter unglaublich viele negative Konsequenzen. Es wurden einige Gesetze auf den Weg gebracht, die problematisch sind, die nicht zu einer vernünftigen Anwendung führen, die weder Tiere schützen noch Arten schützen, die weder etwas zum umweltpolitischen Aspekt beitragen noch zum tierrechtlichen Aspekt beitragen. Ganz einfach deswegen, weil die Leute, die diese Verordnung auf den Weg gebracht haben, häufig einfach keinen Sachverstand haben. Das ist ein ganz großes Problem. Das findet sich auch wieder bei unheimlich vielen Gefahrtierverordnungen, bei unheimlich vielen, wenn man so will, Richtlinien, die der Gesetzgeber eingerichtet hat. Diese entsprechenden Landesregierungen, die zu diesen damaligen Zeitpunkten an der Regierung waren, dort kann man die Schwächen häufig ablesen direkt. Wir hatten ja vor kurzem das Thema, wenn ihr die politische Diskussion ein bisschen verfolgt habt, die Gefahrtierverordnung, die es in NRW geben sollte. Völlig absurd.
Das Problem ist einfach, dass diese Gesetze ganz häufig ohne die zuständigen Fachverbände gemacht werden. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für sich. Wichtig ist einfach nur, dass wir im Moment, was das betrifft, in sehr interessanten Zeiten leben und dass es in der nächsten näheren Zeit definitiv Gesetze geben wird, die uns direkt betreffen werden. Nun aber genug der vielen Vorrede. Ich weiß, dass ich da mal ein bisschen länglicher predige, aber es ist einfach sehr wichtig. Ihr müsst euch, ob ihr wollt oder nicht, mit dem Thema auseinandersetzen. Es wird euch über lang oder kurz direkt oder indirekt betreffen. Selbst die wirbellosen Halter, die im Moment von der Diskussion noch völlig verschont bleiben, auch vor denen wird dieses Thema nicht Halt machen über lang oder kurz. Wirbellose sind im Moment ein bisschen im Trend, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch dort wieder Diskussionen geben wird, was erlaubt ist, was verboten ist. Die Zeit wird es in jedem Fall zeigen. Fangen wir in dieser ersten Folge mal an mit der niedersächsischen Gefahrtierverordnung und mit der unteren Naturschutzbehörde, die vieles davon regelt. Man muss eine Sache noch unterscheiden. Ganz wichtig bei der Sache, die untere Naturschutzbehörde orientiert sich an den Vorgaben der Bundesartenschutzverordnung. Eine ganz andere Frage ist die Frage von Genehmigungsverfahren, wenn ihr zum Beispiel sogenannte gefährliche Tiere besitzen wollt. Es gibt die Gefahrtierverordnung in Niedersachsen, die regelt bestimmte Tierarten, die sagt euch, was verboten ist, was dort nicht aufgeführt ist, ist logischerweise auch nicht verboten. Die sagt aber auch, was erfüllt sein muss, damit Ausnahmegenehmigungen erteilt werden können. Dafür zuständig sind in der Regel die entsprechenden Ordnungsämter in eurer entsprechenden Kreisbehörde. Bei der niedersächsischen Gefahrtierverordnung, diese wurde im Juli 2000 von einer rot-grünen Landesregierung, die 1998 ihre Regierungsarbeit aufgenommen hat, verabschiedet und ist seitdem ein bisschen ergänzt worden, aber eben im Wesentlichen wirksam. Diese Gefahrtierverordnung regelt grundsätzlich erst einmal das, was verboten ist. Denn, wie der Name bereits sagt, eine Gefahrtierverordnung betrifft die Regelung gefährlicher Tiere, das heißt der Tiere, die nicht ohne weiteres gehalten werden dürfen. Ob das überhaupt zulässig ist, dass der Gesetzgeber Tiere verbieten darf, da werde ich am Ende nochmal was zu sagen, zu dem Kritikteil. Grundsätzlich ist es einfach so, wenn ihr Tiere halten wollt, wenn ihr euch für eine bestimmte Art interessiert und ihr wisst nicht, ist das Ganze jetzt erlaubt, ist das Ganze jetzt nicht erlaubt, dann wendet euch in allererster Linie an eure Naturschutzbehörde, die kann euch was sagen, wie geschützt die Tiere sind, was ihr im Prinzip melden müsst, was ihr halten dürft, was aus reiner Tierschutzsicht gegeben sein muss, zum Beispiel die entsprechenden Papiere, das sind die Papiere für CITES zum Beispiel, wenn das jetzt VH-Tiere sind, das sind also Herkunftsnachweise etc. Sie kann euch auf jeden Fall sagen, welche Tiere in dem entsprechenden Bundesland grundsätzlich reglementiert sind. Das steht in den Gefahrtierverordnungen. Damit müsstet ihr euch dann noch zusätzlich, nachdem der Schutzstatus der Tiere geklärt ist, was im Prinzip erfüllt sein muss an Natur- und Tierschutzauflagen, danach müsstet ihr euch im Prinzip an ins entsprechende Ordnungsamt wenden, das euch dann eine Ausnahmegenehmigung oder eine Bewilligung oder was auch immer erteilen kann. Das ist im Zweifelsfall nicht immer das zuständige Ordnungsamt, das kann auch die kreisfreie Behörde sein. Meistens jedoch wird dafür auch zuständig sein eine untere Naturschutzbehörde oder ein Büro der unteren Naturschutzbehörde in eurem entsprechenden Kreis. Dort müsstet ihr euch im Prinzip daran wenden, aber der erste Blick geht immer in Richtung Gefahrtierverordnung. Was sagt die eigentlich? Ich will hier verschiedene für euch wichtige Aspekte einmal beleuchten. Das ist auf der einen Seite die Meldepflicht. Welche Tiere sind überhaupt meldepflichtig? Ich beschränke mich jetzt erstmal auf Niedersachsen, das gilt aber auch für viele andere Bundesländer, aber ich werde das natürlich dann bei den entsprechenden Folgen auch nochmal dazu sagen. Auch wenn ich mich wiederhole, es ist ja für jedes Bundesland wichtig. Also es geht ja darum, was ihr dort dürft, was ihr dort nicht dürft, was ihr müsst und was ihr dort nicht müsstet, theoretisch. Von der Meldepflicht ist ganz klar geregelt, ihr müsst WA-Tiere melden. Das heißt WA1, WA2, WA3 Tiere. Zugegeben WA3, das wird euch in aller Regel selten begegnen. Im Wesentlichen sind die von uns gehaltenen, vor allem Reptilien und Exoten, entweder WA1-Tiere, WA2-Tiere oder nicht geschützte Tiere. So diese Tiere denn nicht ausgenommen sind von der Meldepflicht nach Bundesartenschutzverordnung. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt der Zuständigkeit.
Die Bundesartenschutzverordnung, die gilt eben nicht nur landesweit, sondern es gilt übergeordnet das Bundesrecht. Das bedeutet, wenn die Bundesartenschutzverordnung bestimmte Tiere von der Meldepflicht freistellt, dann gilt das automatisch auch für die Landesbehörden. Nach Anlage 5 der Bundesartenschutzverordnung sind die folgenden Tiere von der Meldepflicht ausgenommen. Wichtig dabei ist natürlich, wenn diese Tiere bundesweit ausgenommen sind, dann sind sie logischerweise auch für ihr entsprechendes Bundesland von der Meldepflicht befreit. Es gilt hier im Endeffekt, dass der Bund ein gewisses Hoheitsrecht hat. Das übergeordnete Hoheitsrecht des Bundes steht quasi über dem Recht des entsprechenden Landes. Das bedeutet, bleiben wir bei dem Beispiel Königspython, Python Regius, ist ein WA2-Tier, müsste also logischerweise meldepflichtig sein. Nach Bundesartenschutzverordnung Anlage 5 sind jedoch Königspython, Python Regius von der Meldepflicht ausgenommen, bundesweit. Das heißt, völlig egal, ob ihr in Niedersachsen seid, in Bayern seid, in NRW seid, in Hamburg seid, in Berlin seid, sonst irgendwo, diese Tiere sind von der Meldepflicht befreit. Außerdem befreit sind grüne Leguane, die Boas, Boa Imperator, Boa Constrictor, einige Geckoarten, der Madagaskar-Taggecko, Goldstaubgeckos, auch die Rotwangen-Schmuckschildkröten, die wahrscheinlich den meisten von euch auch bekannt sind. Die hat man früher eigentlich relativ viel gehalten. Hintergrund ist einfach, dass diese Tiere massenhaft gehalten werden. So viel, dass der Gesetzgeber eigentlich keine Notwendigkeit darin sieht, anzunehmen, dass die Tiere illegal der Natur entnommen sein könnten. Der Vollständigkeit halber will ich auch noch einige andere Arten ergänzen. Bei den Amphibien ist es zum Beispiel so, dass das Axolotl auch ausgenommen ist von der Meldepflicht. Dasselbe gilt für die chinesische Rotbauchunke, für den Fallgiftfrosch, der blaue Fallgiftfrosch oder der Baumsteiger, der Goldbaumsteiger. Auch diese Tiere sind von der allgemeinen Meldepflicht ausgenommen. Das gilt natürlich auch in dem Fall wieder bundesweit. Ihr müsst diese Tiere also nicht melden. Jetzt ist etwas sehr wichtig. Die Meldepflicht ist ausgenommen. Meldepflicht ist nicht dasselbe wie die Nachweispflicht. Die Nachweispflicht besagt, dass es sich bei eurem Tier nicht um ein illegal aus der Natur entnommenes Tier handelt. Das heißt, entweder ihr habt ein Dokument, was im Prinzip belegt, dass es ein legaler Import ist oder eine legale Naturentnahme, also ein Wildfang, oder eine Nachzucht. Das ist etwas, das müsst ihr für eigentlich alle Tiere, die ihr habt, im Wesentlichen die WA-Tiere, das müsst ihr in jedem Fall haben. Das ist nicht dasselbe wie die Meldepflicht. Ihr müsst diese Tiere nicht melden, aber ihr müsst Dokumente haben, die belegen bzw. beweisen, dass diese Tiere, wahrscheinlich werden es Nachzuchttiere sein, dass diese Tiere Nachzuchttiere sind, dass sie zumindest nicht illegal der Natur entnommen wurden. Diese Dokumente müsst ihr immer haben. Davon seid ihr nicht befreit. Und dabei ist es auch völlig egal, in welchem Bundesland man ist. Die Nachweispflicht, das hatte ja auch der Stefan Brockhammer, hat ja auch eine sehr gute Folge gemacht zum Thema Gesetzgeber, der Schutzstatus von Tieren etc. Man muss auch hier einfach erwähnen, dass die WA2-Tiere nicht so stark geschützt sind wie die WA1-Tiere. Bei der WA1 oder bei WA1-Tieren ist es so, dass die einen hohen Schutzstatus genießen, dass ihr also einen speziellen Nachweis braucht. Das ist nämlich, meistens zieht es mit Fotodokumentation. Es kann Auflagen geben, es kann sein, dass die Tiere gechippt werden müssen, was auch immer. Man sollte sich nur bewusst sein, dass das, wenn ihr WA1-Tiere habt, dass diese Tiere wesentlich strenger kontrolliert werden. Davon muss man zumindest ausgehen und dass ihr spezielle Dokumente braucht. Da reicht ein einfacher Herkunftsnachweis eben nicht aus. Das, was ich jetzt gesagt habe, gilt grundsätzlich mal bundesweit. Teilweise sogar europaweit, gerade wenn es um CITES geht. Beziehungsweise der WA-Status, weil der WA-Status nicht nur in einem Land anerkannt wird, sondern in der Regel mindestens europaweit, vielleicht sogar international eine entsprechende Anerkennung genießt. Jetzt sind wir wieder bei der niedersächsischen Gefahrtierverordnung. Der Spezialfall Wirbellose. Ich will das versuchen, anhand eines Beispiels klarzumachen. Nehmen wir mal als Beispiel Pendinus Imperator. Ihr könnt es aber auch gerne beziehen auf Brachypelma-Arten. Soweit ich das weiß, ist Pendinus Imperator im Moment noch ein WA2-Tier. Kann auch sein, dass er mittlerweile zu WA1 hochgestuft wurde, aber er ist mindestens ein WA2-Tier, wie auch sämtliche Brachypelma-Arten. Also sind ja die Kaiserskorpione. Beziehungsweise bei Brachypelmas ist es halt eine bestimmte Vogelspinnengattung. Wichtig ist nur,
diese Tiere sind nach Bundesartenschutzverordnung erstmal WA-Tiere. Das heißt, sie sind im Allgemeinen meldepflichtig. Also nachweispflichtig sowieso, aber eben auch meldepflichtig. Die Auslegung bzw. die Umsetzung, das obliegt den unteren Naturschutzbehörden. Unsere Naturschutzbehörde hier ist halt in Hannover, die niedersächsische Naturschutzbehörde, die damit beauftragt ist, dieses Recht zur Anwendung zu bringen und umzusetzen. Allerdings haben sie auch einen gewissen Ermessenshorizont. Das heißt, die Umsetzung ist ihnen vollständig selbst überlassen. Der Pendinus Imperator, aber auch Brachypelmas etc. 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 werden von der niedersächsischen unteren Naturschutzbehörde allgemein nicht erfasst. Das heißt, sie sind in Niedersachsen nicht meldepflichtig. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist im Wesentlichen, dass Wirbellose aller Art in Niedersachsen nicht meldepflichtig sind und sich die entsprechende untere Naturschutzbehörde, man könnte fast sagen, dafür auch nicht interessiert, was auch vernünftig ist, und deswegen ist es meiner Meinung nach eine sehr gute Naturschutzbehörde, die mit sehr viel Sachverstand auch hier vorgeht, weil es natürlich eine Aufgabe ist, das ist eine Sisyphusarbeit, das wäre unmöglich. Man stelle sich mal vor, jede Vogelspinne müsste irgendwo gesondert gemeldet werden. Das wäre schlicht und ergreifend unmöglich. Die Behörden würden den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich damit zu beschäftigen. Und denen würde dann wieder Personal und Zeit und Geld fehlen, sich um die wirklich wichtigen Aufgaben zu kümmern. Denn diese Behörde ist auch noch für viele andere Bereiche zuständig. Und man muss einfach dazu sagen, die Realität zeigt, dass die meisten der Exotenhalter sehr vorbildlich mit ihren Tieren umgehen und Haltungsrichtlinien im Wesentlichen auch einhalten. Es gibt nur sehr wenige schwarze Schafe. Das ist auch der Grund, warum es vollkommener Schwachsinn wäre, wenn man das jetzt auf die Realität anwendet, ständig Halter von Exoten unnötigerweise zu kontrollieren. Dann fehlt das Personal und dann fehlt die Zeit und das Kapital für die wirklich wichtigen Aufgaben. Und diese Behörde hat halt eben genug Sachverstand zu sagen, wir wissen ganz genau, dass von diesen Tieren erstens keine große Gefahr ausgeht. Das ist ja, wir haben ja gesagt, das Thema ist ja eigentlich Gefahrtierverordnung. Von den Tieren geht keine Gefahr aus und wir können davon ausgehen, dass die meisten dieser Tiere mehr oder weniger Nachzuchttiere sind oder die meisten Wirbeltiere sind sogar insgesamt nicht besonders geschützt. Deswegen verzichten wir vollständig auf jede Art von Meldepflicht und auf jede Art übrigens auch von Genehmigung. Das ist nämlich der nächste Punkt. Allgemein ist es so, dass die Gefahrtierverordnung § 1 und fortfolgende inklusive der Anlage nämlich regelt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und jetzt müssen wir so ein kleines bisschen auch reingehen in das eigentliche Gesetz, um zu verstehen, warum es sinnvoll sein kann, diese Haltebewilligung auszusetzen. § 1 Absatz 1 Gefahrtierverordnung. Es ist verboten, nicht gewerblich Giftschlangen einschließlich Nattern der Gattung Dysphyllidas und Telodorinus, Giftechsen und giftige Skorpione zu halten. Wichtig dabei ist, wenn man sich das Ganze jetzt wirklich mal ein bisschen mit Sachverstand anguckt, da fällt als erstes auf dieser kleine Absatz giftige Skorpione. Skorpione sind grundsätzlich giftig. Alle Skorpione sind giftig. Aber nur eine Handvoll dieser Skorpione ist auch gefährlich für den Menschen. Unglaublich viele Tiere sind giftig, ohne dass sie für den Menschen gefährlich sind. Man merkt schon, dass die Leute, die dieses Gesetz offensichtlich auf den Weg gebracht haben, nicht sehr viel Sachverstand hatten. Sonst hätten sie gewusst, dass Skorpione im Prinzip alle giftig sind. Das ist einer der ersten Punkte. In völliger Unkenntnis und ohne auch nur einen einzigen Sachverständigen oder Experten zu Rate gezogen zu haben. Sonst wäre dieser grobe Fehler sofort aufgefallen. Das ist fast schon peinlich. Aber gut, machen wir mal weiter. Das ist nämlich auch die nächste Schwäche. Ich gehe nochmal den ersten Satz durch. Es ist verboten, nicht gewerblich, Giftschlangen, Punkt, 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 Punkt. Man muss dazu sagen, im deutschen Recht, das hatte ich ja auch in einer älteren Folge schon mal gesagt, es gilt immer wieder so ein bisschen die Kontraposition. Das heißt, wenn es verboten ist, nicht gewerblich Giftschlangen zu halten, dann folgt daraus logischerweise, dass es reicht, ein Gewerbe anzumelden und dann ist es erlaubt. Zumindest macht ihr euch nicht strafbar. Die logische Konsequenz ist, man kann dieses Gesetz ganz einfach umgehen, indem man ein Gewerbe anmeldet. Das ist nicht besonders gut durchdacht. Das gilt übrigens auch in dem Fall für sämtliche anderen Gifttiere. Das heißt nicht nur für Schlangen, sondern auch für
theoretisch Skorpione, Vogelspinnen, was auch immer, wenn eure Behörde in dem Fall zum Beispiel euch ein Verbot aussprechen wollte, würde es genügen, ein Gewerbe anzumelden. Das kostet 30 Euro oder so etwas. Und dann wärt ihr prinzipiell Gewerbetreibende und damit hättet ihr automatisch die Bewilligung, diese Tiere zu halten. Weil man unterstellt, dass ihr die dann handelt etc. Ist egal, führt zu weit. Fakt ist, dass das vollkommen reichen würde. Man sieht schon, dass da viele Schwächen drin sind. Einer der nächsten wirklich großen Schnitzer, die mir aufgefallen sind, Skorpione, die ja angeblich so giftig und gefährlich sind. Ich meine, man weiß, es gibt einige Arten, sagen wir mal Titusarten, klar, die sind gefährlich, keine Frage. Aber wie sieht's aus mit Skolopendern? Skolopender sind alle hochgiftig, aber nicht erwähnt bzw. nicht aufgeführt. Die meisten der Skorpione, die im Terrarium gehalten werden, Pendinus-Arten oder Heterometros-Arten, sind mehr als ungefährlich. Euskorpio-Arten sind teilweise so harmlos, dass sie mit ihrem Stachel gar nicht durch die menschliche Haut durchkommen. Völlig harmlose Arten, die pauschal verboten werden und auf der anderen Seite hochgiftige Arten, die nicht mal Erwähnung finden. Das ist nicht besonders gut durchdacht. Ganz klare Schwäche. Erwähnen sollte man auch, dass damit im Prinzip auch alle Gifttiere mehr oder weniger erfasst werden. Das bedeutet, dass zum Beispiel auch Vogelspinnen verboten wären, auch wenn es so explizit natürlich nicht drin steht. Eine Vogelspinne würde in dem Sinne auch als Gifttier gelten, müsste also verboten sein nach dieser Verordnung. Wir wissen natürlich logischerweise, dass Vogelspinnen sehr viel gehalten werden im Terrarium und dass gerade die meistgehaltenen Arten, die südamerikanischen Arten, eigentlich mehr als harmlos sind für den Menschen. Auch das wurde hier nicht berücksichtigt. Jetzt kommen wir zu der Anwendung dieses Gesetzes. Das Gute ist, dass wir in Niedersachsen eine sehr gute untere Naturschutzbehörde haben, die mit sehr viel Sachverstand an die Sache rangeht. Als ich angefangen habe mit Vogelspinnen, mit Skorpionen etc., habe ich mich lang und breit informiert, habe auch Kontakt aufgenommen zu dem Landesamt in Hannover, habe dort angefragt, wie das Ganze reglementiert ist. Man hat es natürlich so direkt nicht gesagt, weil man das so nicht sagen darf, aber indirekt ist klar, dass diese Behörde, die jeden Tag zu tun hat mit Naturschutzdelikten, mit Naturschutzauflagen, die sich mit wichtigen Themen auseinandersetzt, gutes Beispiel Vogelgrippe, wenn sowas auftaucht, oder es ist natürlich auch so, dass wir hier in Niedersachsen relativ viel Landwirtschaft haben, auch dort ist dieses Ministerium mit zuständig. Die haben also weit wichtigere Aufgaben, als sich mit so einem Schwachsinn zu beschäftigen. Der Behörde ist klar, dass dieses Gesetz völliger Unsinn ist und auf die Realität überhaupt gar nicht anwendbar. Das ist auch der Grund, warum die Behörde in ihrer Auslegung sagt, wir fühlen uns nur für Wirbeltiere zuständig, nicht für Wirbellose. Das ist der Grund, warum in Niedersachsen, und das kann man als Fakt einfach mal so stehen lassen nach der langen Vorerklärung, in Niedersachsen sind Wirbellose insgesamt von Melde- und Genehmigungspflichten ausgenommen. Zum Glück. Das ist auch sehr vernünftig. Wie gesagt, man stelle sich nur vor, diese Behörde müsste jede gehaltene Vogelspinne einzeln genehmigen. Die Behörde würde nichts anderes mehr machen, als sich nur noch mit so einem, ich sag's jetzt mal so, Mist auseinandersetzen, was natürlich an der Realität völlig vorbeigeht. Vogelspinnen werden in Massen gehalten, die Tiere machen auch keine Probleme, sie sind auch nicht besonders gefährlich, deswegen allein schon der Schwachsinn, dass diese Tiere überhaupt in einer Gefahrtierverordnung stehen oder dass einige der wirklich ungefährlichen Skorpione in der Gefahrtierverordnung aufgeführt sind. Völliger Unsinn, absolut klar, dass das andere wichtige Sachverständige anders sehen. Das kann man sich zum Beispiel klar machen, ich weiß nicht, inwiefern Leute oder inwiefern ihr euch mal interessiert für die Haltung von giftigeren Tieren, dann müsst ihr auch einen Sachkundenachweis ablegen, den werdet ihr vermutlich auch beim DGHT machen. Dort gibt es einen Sachkundenachweis, wo ihr auch Unterlagen durcharbeiten müsst, die wirklich von absoluten Experten erarbeitet wurden. Dort sind Vogelspinnen als Beispiel oder die meisten der gehaltenen Skorpione nicht einmal erwähnt, weil sie so ungefährlich sind. Ganz offensichtlich haben die Ersteller dieser niedersächsischen Gefahrtierverordnung hier absolut keine Sachkenntnis gehabt und wir können eigentlich froh sein, und das ist die positive Kritik an dieser Stelle, dass wir in Niedersachsen eine so vernünftige und
wirklich auch so sachkundige untere Naturschutzbehörde haben, die ja im Endeffekt beauftragt ist mit der Anwendung dieser Gesetze und die hier mit Augenmaß und Sachverstand an die Sache rangeht. Die Konsequenz für euch ist, dass sofern ihr Gifttiere halten wollt und es sich dabei um ein Wirbeltier handelt, Schlangen sind Wirbeltiere, die werden auch ausdrücklich erwähnt in dieser Gefahrtierverordnung. Übrigens, Paragraph 2 sagt, dass es Ausnahmebewilligungen geben kann, so denn keine Dritten potenziell geschädigt werden könnten. Wirbeltiere müssen also speziell genehmigt werden. Wirbellose, worunter auch sämtliche Vogelspinnen, spinnenartigen Tiere fallen, auch Skolopender fallen darunter, sind weder genehmigungspflichtig noch meldepflichtig, selbst dann, wenn es sich um WA-Tiere handelt. Ich würde euch trotzdem empfehlen, sofern ihr diese Tiere erwerbt, immer auf einen Herkunftsnachweis zu bestehen. Damit seid ihr rechtlich auf der sicheren Seite, aber ihr müsstet diese Tiere nicht mehr melden. Damit sind wir eigentlich auch schon bei der Frage, kann eine Behörde überhaupt die Haltung bestimmter Tiere verbieten? Das ist eine Diskussion, die im Moment sehr aktiv geführt wird. Wir haben vom DGHT im Verband mit auch einigen anderen Verbänden, aber ich erwähne halt immer ganz gerne den DGHT, weil der hier sich auch besonders stark gemacht hat dafür, haben im Moment, es wird zumindest an einem Gutachten gearbeitet, das wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten auch veröffentlicht wird, über die Heimtierhaltung, die ganz klar belegt, dass Heimtierhaltung vom Grundgesetz her erlaubt ist und nicht verboten werden kann. Eine Behörde darf grundsätzlich die Haltung dieser Tiere nicht verbieten. Das darf sie nicht. Was sie darf und die Umsetzung im Wesentlichen, die obliegt den zuständigen unteren Naturschutzbehörden, den Ordnungsämtern, den Kreisbehörden. Was sie darf, das sind Auflagen erteilen. Das heißt also, man darf die Haltung dieser Tiere aussetzen, so denn bestimmte Auflagen nicht erfüllt sind. Verbieten darf man die Haltung bestimmter Tiere nicht. Das war auch vor Jahren schon klar gewesen. Da schließt sich der Kreis wieder. Wir haben ja im Moment unglaublich viele Leute, die Stimmung machen gegen die Heimtierhaltung. Und das ist auch der Grund, gerade gegen die Reptilienhalter, die stehen ja leider ganz besonders schlecht da, in der öffentlichen Wahrnehmung völlig ungerechtfertigt. Das ist genau der Grund, warum die DGHT jetzt unter anderem in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden dieses Gutachten zur Heimtierhaltung auch in Auftrag gegeben hat. Es ist eigentlich schade, dass man hier ein Gutachten in Auftrag geben muss, weil wir selbst offensichtlich nicht mehr glauben, dass unser eigenes Grundgesetz Anwendung findet in unserem Land. Das ist eigentlich sehr traurig, aber es ist nur am Rande. Wichtig ist einfach nur, die Haltung bestimmter Tiere zu verbieten. Das darf eine Behörde nicht. Sie darf aber das Ganze an Auflagen knüpfen. Das kann eine Sachkunde sein. Übrigens sind wir wieder bei dem Paragraph 2 der Gefahrtierverordnung in Niedersachsen. Da kann man auch bestimmte Zusatzbedingungen daran knüpfen, dass zum Beispiel kein Dritter geschädigt werden darf. Bleiben wir bei der Geschichte Giftschlangen. Giftschlangen-Terrarien müssen natürlich so gestaltet sein, dass die Tiere nicht ausbrechen können und dass kein Dritter unwillkürlich geschädigt werden kann, dadurch, dass er zum Beispiel von einer Kobra gebissen wird oder einer Klapperschlange gebissen wird. Das muss gewährleistet sein. Einfach nochmal so ein bisschen, weil ich jetzt immer so viel erklärt habe und so wenig Fakten genannt habe. Man sollte sich außerdem klar machen, mal an einigen Beispielen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Sofern die Gefahrtierverordnung eine bestimmte Art von Tieren nicht verbietet, ist sie automatisch erlaubt. Das heißt, was nicht reglementiert ist, das ist automatisch auch nicht verboten. Folglich erlaubt. Ein Beispiel wären in Niedersachsen die Riesenschlangen. In Niedersachsen habt ihr zum Glück noch die Möglichkeit, Riesenschlangen aller Art zu halten. Ebenso nicht verboten, folglich erlaubt, wären Warane. Auch große Warane, Nilwarane oder Bindenwarane sind ja auch nicht gerade ungefährlich. Trotz allem sind diese Tiere in der Gefahrtierverordnung nicht erwähnt. Sie sind nicht ausdrücklich verboten. Sie tauchen auch in dieser Anlage 5 nicht auf. Folglich sind sie erlaubt. Wichtig dabei, es geht um die Erlaubnis, diese Tiere zu halten. Eine ganz andere Sache ist die Geschichte mit den Meldepflichten. Das heißt, auch wenn diese Tiere erlaubt sind, ihr dürft diese Tiere ohne eine besondere Einschränkung, weil sie eben durch das Gefahrtiergesetz nicht verboten sind, ihr dürft diese Tiere
prinzipiell halten, müsst ihr diese Tiere trotzdem melden. Und selbstverständlich habt ihr auch dort jeweils eine Nachweispflicht. Das ist jetzt ein relativ ausschweifendes Thema gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein kleines bisschen einen Überblick geben über die Gefahrtierverordnung in Niedersachsen und über die entsprechende Auslegung. Ich werde unten auf jeden Fall auch nochmal verlinken, dass ihr im Grunde zu der Seite kommt, wo die expliziten Gesetzestexte stehen. An dieser Stelle möchte ich auch einen sehr gut gemachten Kanal vorstellen. Das ist der Kanal von Marco Bergmann. Er ist selbst ein absoluter Experte auf dem Gebiet von Exoten und Reptilien. Er ist selbst auch ein langjähriges DGHT-Mitglied. Sein Kanal ist leider sehr unbekannt, was ich unglaublich traurig finde, weil er mit unglaublich viel Mühe und Sachverstand an die Sachen rangeht. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit den aktuellen politischen Diskussionen, mit Behauptungen, die aufgestellt werden, auch mit Vorurteilen gegenüber Reptilien und Tierhaltern. Ist wirklich sehr gut gemacht. Er geht da also wirklich, er macht sich die Mühe, sich bestimmte Studien anzugucken, diese auf den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Finde ich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Der Marco Bergmann ist nebenbei auch noch bekannt für seinen Terrarianer-Blog. Auch die Seite werde ich verlinken, weil sie sehr gut gemacht ist. Sie gibt auf jeden Fall einen Einblick über die aktuelle politische Diskussion, über die aktuelle Gesetzeslage, und der Marco geht hiermit wirklich mit sehr viel Sachverstand an die Sache ran, und es ist eigentlich sehr traurig, dass er so unbekannt ist. Und ich hoffe, wenn ihr euch für dieses Video interessiert, dass ihr auch bei ihm mal vorbeischaut, ihn mal abonniert und liked. Wie gesagt, dann hoffe ich, dass dieses Video euch was gebracht hat, und wie gesagt, wenn ihr selbst bestimmte Erfahrungen gemacht habt, was bestimmte Bundesländer betrifft, was bestimmte Artenschutzverordnungen betrifft, könnt ihr ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Ich würde es mir gerne anschauen, würde mich gerne auch damit euch in Verbindung setzen. Kann ja mal darüber diskutieren. Das ist sicherlich auch interessant, wie eure Erfahrungen da so sind. Ich bin mir noch nicht sicher, mit welchem Bundesland es weitergehen wird. Aber ich möchte definitiv alle 16 Mal durchgehen. So, ich möchte euch hier jetzt nochmal den Kanal von Marco Bergmann vorstellen. Wie es hier mittlerweile schon so ein bisschen Tradition ist, will ich hier auch einmal einige Ausschnitte zeigen. Aber Tatsache ist, so wie es sich momentan abzeichnet, sind diese ganzen Buchstaben-Schmuckschildkröten auch ein Problem für Tierheime, weil sie aufgrund eines Verbotes nicht mehr vermittelt werden können. Großteile dieser 68% in den Tierheimen. So, interessant. Aber der Tierschutzbund fordert Positivlisten, das sind im Prinzip komplette Haltungsverbote für die allermeisten Arten, obwohl er gemerkt hat, dass Verbote eigentlich dafür sorgen, dass man die Tiere nicht mehr vermitteln kann. Also das ist ein bisschen paradox, dass dann Haltungsverbote noch weiter gefördert werden. Weiter in den Zahlen. 9% der Reptilien in den Tierheimen sind Bartagamen. Die werden häufig gehalten, häufig gezüchtet und deswegen leider auch häufig schlecht gehalten und deswegen häufig auch leider ein Fall für den Tierschutz. So, eine Positivliste regelt die Tiere, die verbietet eigentlich alle Tiere, die besonders heikel sind und aus Sicht des Gesetzgebers nicht adäquate Privatheiten gehalten werden können, aus vorgeschobenen Gründen meiner Meinung nach, während die Allerweltsarten, nenne ich es mal, erlaubt bleiben sollen. Und dazu werden wahrscheinlich auch Bartagamen gehören. Boah, interessant. Man will also die Spezialisten verbieten, während bisher die Mehrheit, was ich gesagt habe, an Tierheimtieren, eigentlich die Tierschutzprobleme nicht behoben werden sollen. Ist auch sehr paradox. Dritte Position mit 5% sind Nattern, vorrangig Kornnattern, aber auch Königsnattern. Ebenfalls Tiere, die potenziell auf einer Positivliste landen könnten, die dann also weiterhin wild gehalten, wild vermehrt werden könnten, ein Fall für den Tierschutz werden, aber das will ja keiner. Genauso wie die 130.000 Katzen und 80.000 Hunde. 4% Geckos, vorrangig Leopardgeckos und Felsugen, also Taggeckos. 2% Leguane, wir merken, es wird immer weniger. Grüne Leguane werden nämlich kaum noch gehalten und gezüchtet, weil die Leute inzwischen erkannt haben, dass die kleinen Babys immer mal groß werden. Pythons. Wundert mich, aber tatsächlich aus dieser Befragung geht hervor gerade mal 1%. Dabei sind Königspythons, finde ich, auch mit diejenigen, die ein großes Tierschutzproblem darstellen, weil sie eben halt häufig vermehrt werden, häufig gehalten werden und deswegen häufig auch leider schlecht gehalten werden. Und jetzt kommen wir unter 1%. Chamäleons und Boas. 0,4% in den Tierheimen. Skinke, Eidechsen, Varanen und Basilisken mit gerade mal 0,1%. Das ist eigentlich schon irrelevant. Und unter 0,1% Giftschlangen und Krokodile.
Aber die sind das große Problem, werden immer wieder dargestellt in den Tierheimen. Vorsicht, es sind ja immer, es ist ja zunehmend Giftschlangen und alles ist so gefährlich in den deutschen Haushalten und es muss alles verboten werden. Interessanterweise, die Studie oder diese Studie als Beispiel, auf die sich dann die Tierhaltungsgegner ja gerne beziehen, da sagen die Autoren selbst, ich zitiere, ein Rückschluss auf die generelle Situation aller Reptilienhaltungen in Deutschland ist auf Basis der Ergebnisse nicht zulässig, da die Studie nicht repräsentativ war. Das heißt, die Autoren, also ich bin nicht der Einzige, der als voreingenommener Reptilienhalter dann sagt, von wegen, die ist nicht repräsentativ. Nein, die Autoren dieser Studie sagen das selbst, direkt in der zusammenfassenden Einleitung vorne. So, das heißt also, die Autoren dieser Studie von der Klinik für Vögel und Reptilien der Uni Leipzig sagen selbst, dass diese Studie nicht repräsentativ ist für den Gesamtanteil der in Deutschland gehaltenen Reptilien. So, warum behaupten dann ideologische Tierrechtsvereine das Gegenteil, wenn selbst die Autoren sagen, dass das nicht repräsentativ ist? Gut, die Frage ist rhetorisch natürlich, weil die eine Ideologie verfolgen. 2015 gab es dann eine weitere Studie von Robinson, welche die Überlebensrate von Reptilien in menschlicher Obhut untersuchte. So. Und die Mortalität, also die Sterbequote der Reptilien im ersten Jahr betrug 3,6%. Das heißt tatsächlich, also das war jetzt so eine repräsentative Studie, da wurden halt entsprechend verschiedene Haushalte untersucht und eben nicht nur die Tiere, die bereits gestorben sind in einer Tierarztpraxis, sondern tatsächlich, was so allgemein dann gehalten und gestorben ist. Gehalten wurde und gestorben ist. So, durchschnittlich 3,6%. Anzumerken ist, dass bei Boas und Pythons lag es bei 1,9% und bei Chamäleons bei 28,2%. Also man kann sagen, dass Chamäleons da ein bisschen anfälliger sind als andere Reptilien. Aber im Durchschnitt kommt man auf 3,6%. Das heißt, 96,4% der Reptilien haben das erste Jahr überlebt. Wie gesagt, der Marco hat im Moment noch ein bisschen wenig Videos draußen. Aber wie man natürlich, wie ihr sicherlich auch gesehen habt, die sind trotzdem sehr, sehr, sehr gehaltvoll und auf jeden Fall sehenswert. Und ich hoffe auch, dass die Abonnentenzahl hier jetzt irgendwann mal hochgehen wird, weil es einfach zu wichtig ist, was ihr da so in die Welt trägt an Fakten. Bleiben wir bei der ganzen Geschichte mit den Exoten in Tierheimen oder der hohen Sterberate. Das sind ja so diese klassischen Mythen, die sich einfach nur halten. Ein ganz großes Problem, gerade wenn man auch ein bisschen auf Facebook oder so aktiv ist und versucht immer wieder gegen diese Mythen vorzugehen. Es hält sich leider dieses Gerücht. Man kriegt es einfach nicht weg. Die Leute glauben diesen gefälschten Statistiken. Das ist ein ganz großes Problem. Wie gesagt, der Marco ist insbesondere bekannt für seinen Terrarianer-Blog. Dort ist er auch wesentlich aktiver. Ich zeige euch das hier mal. Terrarianer-Blog, blogspot.de. Ich werde das unten auch verlinken. Eine wirklich sehr gut gemachte Seite mit aktuellen Informationen. Im Grunde macht er hier teilweise mehrmals wöchentlich, schreibt der Artikel auch sehr ausführliche Artikel, beschäftigt sich mit allen möglichen Studien, mit allen möglichen Veröffentlichungen, Dingen, die aktuell sind. Hier widerlegt er gerade in 10 Punkten diese Geschichte mit der angeblichen nicht artgerechten Reptilienhaltung. Er beschäftigt sich mit Fragen wie, was ist eine Anfängerschlange, dann haben wir ein bisschen was zum Thema Aktuelles. Er geht ein auf Probleme mit Positivlisten, sind ja quasi Verbote. Die Gefahrentierhaltung auch unheimlich viel, was jetzt Gesetze betrifft. Er vergleicht hier auch einzelne Bundesländer miteinander. Insgesamt kann ich nur sagen, ist der Blog von Marco wirklich richtig gut gemacht. Er ist hauptsächlich auf seiner Internet-Blog-Seite aktiv und deswegen auch ein bisschen weniger bei YouTube, was ich eigentlich schade finde. Aber ich hoffe, dass da noch einige Beiträge kommen. Wie gesagt, guckt es euch an. Hier könnt ihr euch wirklich viele aktuelle Informationen raussuchen. Er ist auch wirklich immer auf dem aktuellsten Stand. Das finde ich sehr gut. Wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Vor allem diese Terrarianer-Blog-Seite. Ich kann es nur empfehlen. Aber eben auch seinen YouTube-Kanal. Ich hoffe, wie gesagt, dass er noch einige Beiträge dort machen wird und dass die Abonnentenzahlen auch bald hochgehen, weil das Thema, was er hier anspricht, ist einfach zu wichtig, das kann man einfach so nicht ignorieren.